Freunde der Sonne, willkommen. In der heutigen Folge geht es darum, wie arbeiten wir, woher kriegen wir die Autos und steckt da vielleicht auch Betrug dahinter? Natürlich ist es so, dass in der heutigen Zeit die Internetwelt komplett miteinander vernetzt ist und man natürlich auch einen riesen Zugang zu vielen Märkten hat. Jetzt haben wir uns gedacht, warum bieten wir den deutschen Kunden nicht an, auf dem amerikanischen Markt zugreifen zu können? Und so haben wir uns überlegt, wir posten Autos, die in den USA inseriert sind, auf dem deutschen Markt, inklusive der ganzen Verschiffungskosten, der Zölle und den ganzen Nebenkosten. Ihr seht also, wir haben versucht und sind auch dabei, dem Kunden ein attraktives Angebot anzubieten. In der Regel liegt das auch deutlich günstiger unter den vergleichsweise üblichen europäischen Preisen. Und wir geben uns da sehr viel Mühe. Wir versuchen natürlich auch die interessantesten Fahrzeuge für euch rauszusuchen. Hier möchte ich auch nochmal deutlich machen, dass wir natürlich nicht im Besitz dieser Fahrzeuge sind. Wir sind aber in der Lage, die Fahrzeuge vor Ort zu besichtigen. Wir haben über 11 Scouts an 11 verschiedenen Städten. Das heißt, wir sind sehr weit abgedeckt und der letzte Scout, der hat auch schon mal 22 Stunden für eine Tour in eine Richtung gebraucht, nur weil der Kunde unbedingt dieses Auto haben wollte. Also ihr seht, wir sind sehr flexibel, wir können sehr viel möglich machen und diese Möglichkeiten geben wir eben auch an den Kunden weiter. Neben den gängigen Online-Plattformen wie Mobile nutzen wir natürlich auch eBay Kleinanzeigen. Da können wir euch nur empfehlen, dass ihr uns dort folgt. Da gibt es fast die meisten Inserate. Wir nutzen aber auch sehr, sehr gerne Facebook und aber auch Instagram. Bei Instagram ist nämlich der große Vorteil, man hat alle inserierten Autos in einer Reihe. Man kann sich das wunderbar anschauen und man bekommt auch einen guten Eindruck, was haben wir im Portfolio gehabt. Und dann kann uns der Kunde auch kontaktieren und sagen, hör zu, ihr habt an dem und dem Tag mal so ein Fahrzeug inseriert. Genau sowas suche ich. Ist das Fahrzeug noch da oder könnt ihr was Ähnliches besorgen? Ich denke, das ist für viele Kunden auch sehr wichtig, um einfach eine visuelle Vorstellung zu bekommen. Was möchte ich haben? Was kann ich haben? Was kostet es? Und deswegen ist Instagram für uns eine super Sache. Des Weiteren ist es natürlich auch so, dass Kunden sich bei uns melden und sagen, Patrick, wie sieht's aus? Wir suchen folgendes Auto, wir brauchen dieses Baujahr, wir brauchen das unbedingt in dieser Farbe. Und natürlich ist es so, dass in Deutschland oder auf dem europäischen Markt die Auswahl immer noch begrenzt ist, wenn man das vergleicht mit den amerikanischen Märkten, wo man natürlich eine viel größere Population hat, der Kult für die amerikanischen Klassiker auch sehr, sehr viel größer ist. Und diesen Nutzen haben wir uns zu eigen gemacht und geben das natürlich auch an den Kunden weiter. Das heißt also, wenn ihr was sucht oder bei uns was gesehen habt, meldet euch bei uns, wir finden da sicherlich genau das Passende für euch. Wenn ihr uns einen Suchauftrag abgibt, dann ist es für uns immer sehr wichtig. Wir müssen wissen, was für ein Baujahr sucht ihr, welcher Motor soll es sein, welche Karosserieform soll es sein und im besten Fall auch das Budget. Dann können wir nämlich schon mal abschätzen, ist es eher ein Projekt, was ihr sucht, wird es eher ein Daily Driver sein oder ist es aber auch ein ordentlich restauriertes Fahrzeug. Wir sind immer sehr vorsichtig mit den Angaben der Verkäufer in den USA. Bei denen ist alles pristine und mint. Das sind natürlich die Bezeichnungen für sehr, sehr gut restaurierte Fahrzeuge. Mit dem Standard eines deutschen Ingenieurs würde ich aber sagen, ist das sicherlich nicht vergleichbar. Deswegen, wenn der Amerikaner sagt, es ist eine Zustandsnote 1, dann ist das bei uns in der Regel erfahrungsgemäß vielleicht eine 2, vielleicht auch sogar eine 2-. Also wir übernehmen das nicht von den Eigentümern, sondern wir machen uns da immer noch mal ein eigenes Bild von. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr ein Wunschfahrzeug oder habt ihr ein Fahrzeug, wo ihr sagt, da hätte ich wirklich Interesse dran, aber es gibt keine in Deutschland oder der Markt dafür ist sehr, sehr gering? Genau bei sowas solltet ihr uns kontaktieren, aber ihr könnt erstmal in die Kommentarleiste schreiben, was für ein Auto hättet ihr denn gerne? Ist es ein Mercedes, vielleicht ein Ford Mustang, klassischer oder ein Camaro? Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten, immer her damit. Und dann gibt es zu guter Letzt die Leute, die vielleicht sich das Auto selbst schon rausgesucht haben, es vielleicht auch schon bezahlt haben und sagen, du Patrick, ich habe das Auto, ich brauche aber jemanden, der mir beim Import hilft. Und da kommen wir ins Spiel und das machen wir auch sehr gerne. Wir haben auch öfter Leute, die aus den USA wieder zurück nach Deutschland ziehen und dann auch eben die Möglichkeit brauchen oder die Unterstützung brauchen, dass das Auto im Container nach Deutschland gebracht wird. Ihr seht, wir sind also sehr breit aufgestellt. Das heißt, wenn es irgendetwas gibt, wo ihr sagt, das ist genau das, wo ich Hilfe oder Unterstützung brauche, meldet euch bei uns. Mit diesem kurzen Video wollten wir euch einfach auch nochmal zeigen, was möglich ist. Und ansonsten sind natürlich auch Händler bei uns herzlich willkommen, weil wir auch wissen, dass es einige Händler gibt, die da ins Straucheln geraten sind
Einfach aufgrund dessen, dass sie selber nicht mehr rüberfliegen können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns einen Kommentar da, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Folgt uns auf Instagram, das ist echt super, weil da seht ihr schon alles und habt einen tollen Überblick. Und ansonsten sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.